Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim. Let's go! Leute, und was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan und in weniger als einer Stunde ist Anpfiff im Waldstadion. Werfen wir einen Blick auf die Tabelle und wir sehen hier, Hoffenheim ist mit, lasst mich nicht lügen, 4 oder 5 Punkten hinter uns. Das heißt, unser direkter Rivale, wie auf dem 6. Hoffenheim auf dem 7. Platz, schauen wir uns die letzten 4 Spiele an der Mannschaften. Die Eintracht im letzten Spiel gegen Heidenheim 2-1 gewonnen. Das war aber auch mehr Glück als Verstand. Und zum Glück gab es da ein Rasenproblem, sodass wir diese wichtigen 3 Punkte wieder einfahren konnten. Gegen Wolfsburg hat es dann leider nur ein 2-2 gegeben. Das heißt leider, in der Nachspielzeit konnten wir noch das 2-2 machen. Und Hoffenheim hat gegen Bremen gewonnen und auch gegen Dortmund. Das heißt, die Jungs von Matarazzo sind auf einem guten Weg. Aber Leute, wir wollen international spielen. Wir wissen, wir brauchen einen Sieg. In dem Sinne würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich rein ins Stadion. Viel Spaß bei dem Vlog. Let's go! Wir sind jetzt auf dem Gelände und für uns geht es jetzt gleich ins Waldstadion rein. Aber davor brauchen wir erstmal eine Game Prediction. Bennett heute am Start. Was glaubst du, wie wird das Spiel heute ausgehen, Bennett? Also ich sag 2-1 für uns. 2-1? Ja, Krillitsch glaube ich 1-0 per Ecke. Dann macht Mamouche Abi Doppelpack. Doppelpack Mamouche? Ja, Mann. Ah, okay, gute Game Prediction. Ich glaube heute mal an so ein dreckiges 1-0, Faris Chahibi Freischusstor. In dem Sinne, ab geht's rein ins Waldstadion. So Freunde, wir haben das Stadion betreten. Frankfurt am Main, die Bundesliga gibt sich hier gar. Das ist zu laut. Ja. Die 15, Skiri. Mit der Nummer 16, Hugo. Larsson. Der Junge wird heute zaubern. Die 26, Junior. Wieder. Die 27, Mario. Götze. Leute, was erwartet uns jetzt zum Geburtstag? Meister! Wir haben die Eintracht der Menschen gesehen mit dem Jürgen, mit dem Jürgen. Sie spielen so gut und sie spielen so schön mit dem Jürgen. Deutscher Meister. Meister! So, Leute. Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim. Das Spiel kann beginnen. Wir sind heiß, Freunde. Let's go! Alle! 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 Digga, wir sind gut gestartet. Chahibi, der ist zu. Ich merke jetzt schon, ich kann dieses Spiel besser kommentieren als Fußball. Ja. Ja. Was sagt denn Fußball? Junge, es macht einfach Spaß, direkt hier zu gucken, weil es einfach schön ist. Ich höre, Susko-Vlog war Krampf. Das wird ja nie passiert bei Susko. Hä? Das wird ja nie passiert bei Susko. Ja, ich weiß. Wow. Schön, schön kombiniert. Auf, rein. Start! No! Oh, Chahibi. Oh nein. Leute, zweite Minute, das war das eine geile Aktion, das war das ein geiles 1 gegen 1 von dem Wimbe, Digga, dass er da vorbeigezogen ist. Aber leider ja, hat Baumann gehalten und so steht es noch 0-0, Leute. Schön gestartet. Erste Ecke für Hoffenheim. Was passiert hier? Mehr, bitte. Digga, du hast auch noch vorhin gesagt, Eckentor. Digga, 6. Minute, das kann nicht wahr sein, Mann! Wer hat da getroffen? Weißt du es? Ey, Mann, Digga, was? Erste Chance. So eine billige Ecke geht dann rein.
auf, komm, jetzt brauchen wir eine Reaktion, Leute. Jetzt haben wir dieses Tor kassiert. Oh, Larsen rein mit dem flachen Ball. Oh, ich bin mir. Und der Kuku. Nein, wieder geblockt. Da war ein Fuß von Hoffenheimer dazwischen. Ah, aber abseits, ja, Leute. So steht jetzt 1-0. Aber wir haben noch über 80 Minuten Zeit. Dann muss es Bennett's Game Prediction halt aufgehen. Oh mein Gott, Leute, was macht der Mamusch? Mamusch mit seinem ersten Kontakt spielt traumhaft. Wird so geil im Magen gespielt von den Spielern. Hat leider nur ein bisschen hier den Pass erkannt und da hat er seinen Körper gut reingestellt. Und mal ein Zeichen gesetzt. War wichtig. Sehr gut, Mamusch. Schade, hätte er geil auf Mario Götz abgelegt, Digga, hätte es eine kranke Chance werden können. Komm, Skiri mit einem traumhaften Chipball auf Mario. Leute, das ist jetzt die dritte Chance. Eine hätte mal reingehen können. Die Chancen häufen sich. Ich bin optimistisch. Ich schieße noch das 1-1 in der ersten Halbzeit. Was ein kranker Ball. Was ein kranker Ball. Ey, wer hat diesen Ball da durchgesteckt? Wer war das? War das Tuta? Ja, aber mein Götze so schlau ist und durchschläft. Ja, das war krass. Oh, schade, schade, schade. Und der Bim hat hier ein Ding reingepfeffert. Aber leider nur ein Hoffenheimer Fuß drin. Ey Leute, Tuta spielt hier Bälle, Chipbälle. Hoffenheim bunkert sich hier rein. Hey, 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 Bruder, was machst du? Wie geil, Junge! Nein! Ey, Bruder. Also über die Außen, die geben sich Freiräume, vor allem über die rechte Seite. Tuta hat einen magischen Fuß, Bruder. Wow. Also Hoffenheim steht auch recht weit hinten drin. Wir haben echt immer Zeit, das Spiel über die Dreierkette gut aufzubauen. Das ist guter Fußball, Leute. Das ist guter Fußball. Geiler Steckpass von Skiri auf Mamusch. Rote Karte, rote Karte, rote Karte, Walla, Freischuss, rot und schau. Rot und schau. Schicke, ja, Junge. Der Torschütze vom 1-0, gell? Ja. Dann ist jetzt das Platz. Komm, Mamusch. Ja, Junge, ja. Yeah. Und jetzt komm, Chaibi Freischuss Tor. Chaibi Freischuss Tor. Auf, Leute, jetzt kommt der Freischuss. Chaibi. Chaibi, bitte. In die Mauer. Oh. Hugo. Was ist jetzt? Kriegen wir nochmal einen Ball rein. Schön. Meine Güte, schade, schade. Geiler Ball, geiler Ball, der Wimble. Auf dem Musch, komm, Musch, komm, durch. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, Bruder, was machst du da, Mann? Oh mein Gott. Maschine, Bruder, Maschine. Alle, Hugo, was machst du? Komm, ey, Kuku, du hast Ideen, Bruder. Direkt rein ins Klasse. Oh mein Gott, was passiert hier? Ja, Robin! Ja! 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 Geil! Geil, geil, geil! Verdient! So verdient dieses Tor! So wichtig, verdient es doch, Leute! Alter Schwede.
Schade, ey. Boah, das ist ja gelb. Kriegt der Koko den? Boah! Maschine, Bruder! Büß! Leute! Genau! Also Leute, wir haben hier die 14 Minuten. Chaibi wurde gerade ausgewechselt. Also mir ist schon aufgefallen, der Junge hat irgendwie nicht so gespielt, wie er normalerweise spielt. Und ich sage jetzt nicht, dass es bodenlos schlecht war, aber es war halt nicht so auffällig wie normalerweise. Und krass, dass er aber jetzt ausgewechselt wurde und Ansgar für ihn eingewechselt wurde. Schon in der 14. Minute. Ist ein Zeichen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Bin ich mal gespannt. Weil ich hätte ihn vielleicht in der 15. oder 16. ausgewechselt, aber jetzt schon ist früh. Ich glaube, ich habe es gar nicht gefilmt. Ich habe über die Kamera geschaut, ich habe gar nicht reingeschaut. So Leute, es ist Halbzeit. 1-1. Ich würde mal sagen, Glück für Hoffenheim. Es hätte auch safe mal 3-1 für uns stehen können. Oder Bennett, was sagst du zur ersten Halbzeit? Mindestens ja? 3-1. Also die hatten eine Chance, Hoffenheim, erste Chance direkt vor. Ja. Danach runter die sich rein. Gut ist, wenn wir Musch haben, sonst werden wir tot. Ja, safe. Ja, Mamusch hat echt ein krasses Spiel, muss man sagen. Er macht alleine alles das hier. Der kriegt geile Bälle gesteckt, legt rote, auch gut ab. Ja, Mann. Assist, rote Karte rausgeholt. Ja. Ackert. Ja. Nach 30 Minuten wirklich jetzt schon Man of the Match. In dem Sinne, Leute, wir sind auf eine zweite Hälfte gespannt und hoffen, dass wir auf jeden Fall noch mindestens ein, zwei Tore sehen. Vor CSG, let's go. So, Freunde, die zweite Halbzeit kann beginnen. Direkt Tor, Junge. Ja. Geil. Oder ich hab gar nicht hingeguckt, ich hab am Ende gesehen. Ja, ich hab auch gerade hingeguckt, weil alle Zuschauer applaudiert, weil die Bank gerade hier kam und es warm machte. Auf einmal kam mir der Pass auf den Wimpel rein. Egal, Leute. Tor. Wir zeigen schon Wiederholung. Hä? Tut mir leid, Leute, wir haben gerade nicht hingeschaut, als die Flanke auf den Wimpel kam. Und es wird auch nicht nochmal eine Wiederholung gezeigt, aber was willst du machen? Da steht 2-1, Freunde. Hauptsache das Ergebnis stimmt. Auf Mamusch. Hey, hey, egal, wir gehen weiter, aber hey, das war auch Ansgar. Nein. Kranke Aktion, Digga. Ey, was? Bruder, wie fühlt sich denn krank, Digga? Heftig. Oh mein Gott. Ein Kumpo schickt Ansgar an Ansgar, wow. Komm weiter. Oh. Schade. Ey, Leute, wir spielen so schön. Es macht so Spaß, den Film zu schauen. Klasse, wirklich. Also. Alter, was ein Ballverlust. Nee, das muss. Boah, gefährlich. Stark. Kriegt Mario den? Ah, nee. Was, wo Mario den Ball hat, teil uns deinen Gedankengang von eben. Ja. Was wolltest du machen? Oder hast du das vorgeschlagen? Für wen? In die Theke.
ob das der richtige Wechsel ist von Bennett, ob es der richtige Call ist, ob es passieren wird. Ich würde auch gerne Ekitike sehen, aber ja, man muss ganz auf jeden Fall nicht auswechseln, ne? Oh mein Gott, hier ist so viel Platz. Das ist das, was in den letzten 30 Minuten von Hoffenheim offensichtlich gesehen war. Ja. Ja. Was ein Tackle, Bruder. Tutanische Maschine. Geil! Ja! Hat man gesagt, war ein Schicksal. Digga, hat er. Geil! Stark! Sehr, sehr stark! Genießt unsere Kurve. Oder ich hab Gänsehaut überall. Bimbe ist ausgewechselt worden, dafür kam Hugo Ekitike rein und es ist Hugo Larsson ausgewechselt worden für Donny van de Beek. Ich bin gespannt, Freunde. Ja, und Stach ist raus und Craig Flair bei Hoffenheim. Eben gerade wurde eigentlich nur Ekitike gefoult. Das war ein gelbwürdiges Foul, weil es hätte ein Konter werden können. Aber es gab irgendwie eine rote Karte, bestimmt wegen irgendeinem Machtwort gegen den Schiri. Leute, ich muss korrigieren, Gelb-Rot war nicht wegen Meckern, sondern er hatte schon in der 9. Minute Gelb bekommen und das war jetzt die zweite gelbe Karte, ganz klassisch. Wir haben jetzt noch 9 Minuten der offiziellen Spielzeit Zeit, um hier zu knipsen und ich bin auch optimistisch, dass wir nochmal jetzt ein Tor machen mit 2 Mann mehr. So Leute, jetzt kommt Hasebe rein. Geil, kommt Timothy. So Leute, es gibt noch mal 4 Minuten oben drauf. Das war ein starker Konter von Hoffenheim. Komm, Ekitike. Komm, oder zeig, was du drauf hast. Ronaldo Job vorbei und dann links rüber auf. Hey, Kuku, komm, hast du noch was im Kessel? Hey, Kuku, komm, du hast noch was im Kessel. Oder was hast du dabei gedacht? Was war das? Leute, das Spiel ist vorbei. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen die TSG Hoffenheim. Und kommt jetzt auf die 40 Punkte und sichert sich damit den nächsten Platz. Mit Abstand nach unten. Jawohl, Leute. Ein wichtiges Zeichen. Sehr gut gespielt. Es war ein tolles Spiel. Komplett verdient. Hoffenheim hat sich selber auch ins Haus geschossen durch die rote Karte. Und ja, Freunde, in dem Sinne, Man of the Match würde ich sagen. Trotzdem Omar Mamouche, weil es war ein Geisteskranke. Ja, sehr von ihm. Und ja, Leute, in dem Sinne. Eintracht Frankfurt! 3:0 Leute, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Macht's gut. Peace out.